Mein Name ist Peter Schömer. Ich habe vor 25 Jahren die heutige Telenetwork AG gegründet. Vor 15 Jahren sind wir hier auf den Petersberg gezogen in ein Mehrgenerationenhaus, was ich geplant habe für meine Familie, meine Eltern und die Schwiegereltern und natürlich das Unternehmen. Mein Vater war sehr früh ein Pflegefall. Als ich 3 Jahre alt war, hat er seinen ersten Schlaganfall bekommen. Wir sind sehr bescheiden aufgewachsen, meine Schwester und ich. Und ich habe meinen Eltern immer versprochen, wenn ich mal irgendwann ein Haus baue, baue ich eine Wohnung für euch und versorge euch, solange ihr lebt. Neben dem Wohnen und der Familie ist natürlich das Unternehmen im Gebäude angesiedelt. Auf ca. 700 Quadratmeter arbeiten wir aktuell mit 34 Mitarbeitern hier. Wir sind als Unternehmen tätig im Bereich Infrastruktur, technologische Infrastruktur für Informations- und Kommunikationstechnologie, digitale Dienste und kompletter IT-Betrieb von Unternehmenskunden. Aufgrund der inzwischen räumlich beengten Situation, weil ich nie gedacht hätte, dass wir jemals mehr als 15 Mitarbeiter hätten, planen wir einen Neubau an der Robert-Schumann-Allee. Das Grundstück haben wir vor ein paar Jahren gekauft und sind in den finalen Planungen für unseren Neubau, der dort entstehen wird. Mein Name ist Achim Marx. Ich bin seit 25 Jahren bei der Telenetwork, angefangen als Techniker, später über Vertrieb als Prokurist und seit April 2024 als Vorstand in der Telenetwork beschäftigt. Seit vielen Jahren bin ich auch Ausbilder für Fachinformatiker, Systemintegration, IT-Systemelektroniker. Im vergangenen Jahr haben wir ein Vorreiterprojekt der IHK Trier ins Leben gerufen. Wir haben 2 Auszubildende aus Nepal rekrutieren können, die seitdem ihre Ausbildung bei uns im Unternehmen absolvieren. So, hallo, mein Name ist Savin Kanal. Ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Nepal und momentan mache ich meine Ausbildung hier in Trier am Business-Sachpark bei Telenetwork AG. Und in 2 Jahren bin ich mit meiner Ausbildung vorbei und zurzeit meine Aufgaben im Betrieb sind zum Beispiel Arbeitsplätze aufbauen, Einrichten von PCs, mit Telefonsachen auch zu tun und rund alle um die IT-Themen eigentlich. Und ich würde nach meiner Ausbildung auch hier weiterarbeiten. Ich sehe es als Kernaufgabe, meine Familie, meine Mitarbeiter, das Unternehmen, alle gemeinsam in eine gute und sichere Zukunft zu führen und zu begleiten.